Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich einen Whisky aus meiner Heimatstadt für euch. Ja, heute geht es mal nicht um einen Single Malt Scotch, sondern um einen Single Malt Saxon Whisky. Und zwar hat unser Whiskyladen hier in der Stadt anlässlich des fünfjährigen Bestehens zusammen mit der Spirituosenmanufaktur einen Whisky destilliert. Und zwar im Mai 2016. Und dann haben sie ihn in Ex-Bourbon-Fässer und in sächsische Rotwein- und Weißweinfässer gefüllt und dieses Jahr abgefüllt mit 46% Volumen, knapp 50 € die Flasche. Und wie gesagt, kein Single Malt, anders als der Messe-Whisky immer aus Dresden, kein Single Malt Scotch, sondern ein sächsischer Single Malt Whisky. Ich habe ihn schon probiert zum fünfjährigen Jubiläum damals. Das war ein schönes Fest, ein bisschen im Sommer, war mega, mega warm. Deswegen habe ich da den einen Drum probiert und da lag ich platt in der Ecke. Und meine Erinnerung daran war halt wirklich so ein heißes Sommergetreidefeld. Und also ich habe den jetzt gerade eben erst eingegossen, aber es ist irgendwie so ein sehr malziger Geruch so ein bisschen in der Nase. Ich weiß nicht, ob ihr eine Bierbrauerei in eurer Nähe habt oder so. Wir haben mehrere hier in der Gegend und manchmal, da machen die gerade ihre Maische und an den Tagen riecht es dann manchmal so in der Luft. Und der verbreitet das, obwohl er erst seit 5 Minuten knapp im Glas ist, schon so im ganzen Raum. Ja, ich habe jetzt hier auch wirklich so ein bisschen wie, naja, wenn wir frische Haferlieferungen bekommen, dann riecht das auch mal so. Und hat aber auch was sehr Süßes mit dabei. So ein bisschen auch Malzbier-Charakter. Ich weiß nicht, kennt ihr Karamalz? Das war damals bei uns immer so das Kinderbier, weil es alkoholfrei war. Und total süß natürlich. Hat aber auch ein bisschen was Trockenes in der Nase. Also manchmal hat man es ja so, man riecht einen Whisky und der ist süß, der ist ölig, der ist schon in der Nase ölig. Und der hier ist total trocken, so als würde ich an Mehl riechen, das halt nach was riecht. Ich weiß nicht. Mehl riecht ja auch so ein kleines bisschen getreidig, aber eher nicht eigentlich. Ich glaube, wenn man das nicht so deutlich zerlegt und einfach nur dran schnuppert, könnte man auch fast so ein bisschen Teppich im Möbelhaus oder so haben, weil es einfach so, ich weiß nicht, es hat was total Staubiges in der Nase. Und wenn man sich intensiver an die Süße wagt, wenn ich mich jetzt nur auf die Süße konzentriere und mal das ganze Getreide, Malz, Hafer, Mehl so beiseite schiebe, dann habe ich hier fast so eine ganz leichte Vollmilch-Schokoladennote mit dabei. Ich bin gespannt. Also 3 Jahre alt ist er. Am Anfang hatte ich echt schöne Schoki-Noten auf der Zunge. Dann kam das Malz. Das muss ich gleich nochmal probieren. Das habe ich nicht ganz erfassen können jetzt in der Mitte. Aber jetzt so hinten raus habe ich so schon dieses Vollmilch-Schoki-Gefühl auf der Zunge. Vielleicht so einen kleinen. So ganz hinten, so einen ganz kleinen
Mandarineneinschlag, so ein bisschen wie diese Mandarinen aus der Dose, diese vorher eingezuckerten, die man so in der Konserve kriegt. In der Mitte ist er sogar sehr, sehr herb mit dem Malz. Also wirklich so, nicht so richtig die Maische, die fertige, so diesen Biercharakter hat es nicht. Eher wirklich so Getreide, aber Getreide ohne Zucker. So auch nicht richtig bitter, nicht richtig herb. So ganz leicht dieses trockene, mehlige kommt wieder mit. Boah, ich kann das gar nicht richtig definieren in der Mitte da. So einen kleinen salzigen Einschlag hat es auch. Nur ganz, ganz wenig. Boah, jetzt musste ich doch wieder sehr viel an Staub und an Mehl denken. Ich habe noch nie Staub probiert, also ich habe keine Ahnung, wie Staub schmeckt, aber ich habe den Eindruck, dass er staubig schmeckt. So ein bisschen, ja, trocken. Hinten drauf haben wir wieder ganz, 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 ganz leicht diese Süße. Da muss man wirklich sich sehr drauf konzentrieren. Dann hat man so diese ganz dezente, nicht übermäßig gesüßte Vollmilchschokolade. So ein bisschen an Brot erinnert es mich, an so ein, ja, so ein schönes italienisches Weizenbrot vom Geschmack her in der Mitte. Also ich bin auf jeden Fall natürlich sehr stolz, dass Dresden einen eigenen Single Malt Whisky hat. Old Town ist er genannt, weil der Laden liegt in der Dresdner Altstadt, ist wunderschön, würde ich jedem empfehlen, sich mal anzugucken, Dresden. Eine wunderschöne Stadt, egal was ihr für andere Sachen hört. Wir sind die Elbflorenz, nennt man uns ja auch, weil wir der Stadt Florenz durchaus auch sehr ähnlich sind. Wir reichen, können ihr auf jeden Fall das Wasser reichen, was die barocken Gebäude angeht. Ja, natürlich habe ich auch eine sehr emotionale Bindung zu diesem Whisky entsprechend. Ist geschmacklich, glaube ich, nicht so dieser Alltagswhisky, auf keinen Fall. Hat schon einen speziellen Geschmack und man muss sich darauf einstellen an dem Tag. Und er ist auch kein Starter-Whisky, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber so, er passt genau perfekt in die Mitte von zum Beispiel einem Tasting, um einfach nochmal eine andere Facette von Whisky zu zeigen, weil er eben dieses sehr getreidige, teilweise sehr trockene und sehr. Ja, ich würde es jetzt körnig, ursprünglich vollkornig nennen. Das hat er auf jeden Fall sehr, sehr deutlich ausgeprägt. Und ich bin ganz gespannt auf die nächsten Whisky-Projekte, die Roy und Rico für uns bereithalten, zusammen mit der Sächsischen Spirituosenmanufaktur. Ich bin ganz gespannt. Und ich würde diesen Whisky jetzt. Ja, ich gebe ihm 6 Punkte mit deutlicher Tendenz nach oben. Mein Herz sagt 7 Punkte, aber das liegt einfach auch an der Beziehung, die ich zu diesem Getränk und zu dieser Stadt und dem Laden habe und alles. Also emotionale 7 und ganz objektive Whisky-getränketechnische Punkte 6. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt den bei uns im Laden probieren. Also nicht bei mir, beim Roy und beim Rico im Laden probieren in Dresden. Und ihr könnt den, glaube ich, auch online bestellen. Am besten den Jungs einfach mal eine E-Mail schreiben und dann kriegt ihr bestimmt eine Probe oder noch eine Flasche, wenn es noch eine Flasche gibt. Gibt ja nicht sonderlich viele. Gibt nur 456 Flaschen. Ich glaube, ein, zwei müssten durchaus noch im Laden da sein, zurückgelegt sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal auch wieder zu sehen. Und bis dahin, Slanji!
Und damit ihr auch ja kein Video mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji.